Mir gefällt das, dass das nicht wie Mathe anfühlt, sondern wie ein Spiel. Ich hatte letztes Mal eine 4, aber jetzt habe ich mich verbessert auf eine 4+. Ich werde nicht mehr so viel abgelenkt und ich verstehe die Aufgaben besser. KI-ALF ist ein digitales System zur Diagnostik und Förderung mathematischer Basiskompetenzen im inklusiven Kontext. KI-ALF hat das Ziel, Vorgehensweisen von Kindern an visuell dargestellten mathematischen Aufgabenstellungen zu erkennen und den Kindern individuell passende Förderung zukommen zu lassen. Grundsätzlich geht es bei KI-ALF und ähnlichen Projekten darum, dass man weiß, wo die Kinder hingeschaut haben und daraus feststellen kann, welche mathematischen Schwierigkeiten sie haben. Das KI-ALF-System hat für die Lehrkräfte mehrere Vorteile. Zum einen werden die Kinder mit dem Eye-Tracking-System individuell gefördert. Und für die Lehrkraft bedeutet das natürlich zunächst eine Entlastung. Die Lehrkraft kann im Unterricht beobachten, wie gehen die Kinder vor. Und die Lehrkraft bekommt am Ende eine Übersicht über alles, also einen Bericht, in dem festgehalten wird, welchen Lernstand hat das Kind, welche Förderung hat das Kind erhalten und wie sieht es nach der Förderung aus? Also eigentlich ein Komplettpaket für die Lehrkraft. Wir wollen das jetzt ermöglichen, dass die Blickverfolgung auch möglich ist in jeder Schule in Deutschland, dass es eben mit nicht zu teuren Komponenten realisiert werden kann. Und dazu muss ich lernen, wo guckt das Kind hin. Das ist eine Sache, die man durch KI lernt. Das zweite ist, wenn man weiß, welches Muster die Kinder jetzt geguckt haben, was bedeutet das über ihre Vorgehensweisen in der Mathematik? Unsere ersten Erfahrungen sind durchweg positiv. Wir nehmen die Kinder als sehr offen wahr. Die Kinder genießen ihren Freiraum und mal in Einzelarbeit und in Ruhe an diesem Programm arbeiten zu können, ohne den Kontext im Klassenraum zu haben. Das heißt, ohne dass sie Mitschüler haben, die sie vielleicht auch drängen, sondern die Kinder arbeiten in einem geschützten Raum, in ihrem eigenen Arbeitstempo.